Ah, du arme Frau, gell? Hartz IV, gell? Familien in Brennpunkt, gell? Ah, du eBay Kleinanzeigen Anzeige Le machen, Gianco, gell? Le Gianco, gell? Harun, Le Gianco, gell? Ah, du arme Hartz IV, Frau, Madi, gell? Ah, du arme Hartz IV, Frau, gell? Madina, gell? Wie heißt der? Hassan, gell? Ah, du Familien Brennpunkt, gell? Du eine Teil von Familien Brennpunkt, gell? Du Stiefmama in Familie Brennpunkt. Wer ist der King? Papa Hassan, wer ist der King? Ey, sind deine Kinder noch im Kinderheim? Ist deine Mutter noch mit Hassan zusammen? Also nein, meine Mutter ist ganz normal zu Hause, aber deine Kinder, habe ich gehört, sind im Kinderheim, die kommen da nicht raus. Nee, aber war der Hassan heute bei deiner Mutter? Die wollte ja nicht, dass er wieder geht. Nee, Hassan war bei deinen Kindern. Nee, bei meinen Kindern darf er nicht rein, aber bei deiner Mama. Doch, doch. Aber bei dir darf er rein. Nee, bei mir auch nicht. Ich heiße ja nicht Madina. Ich heiße ja nicht Madina. Er darf nur bei Madina rein, nicht bei Chichi. Du siehst aus wie eine, die 9 Uhr morgens bei Jobcenter ist. Anmeldung für Hartz IV. Wallah. Und du siehst aus wie ein Star, Bruder. Wow. Hey Junge, ist das nicht schlimm, dass jeder deine Mutter auf TikTok beleidigt, damit du ihr Gucci-Tasche kaufst? Ist das nicht ehrenlos, dass du deine Mutter beleidigen lässt? Mann, für ein paar viel reden. Euros, damit du ihr Gucci-Tasche, du hast deine Mutter ihre Ehre verkauft für Gucci-Taschen. Ich verkaufe deine Ehre. Und du hast deine Mutter ihre Ehre verkauft für Gucci-Taschen, Bruder. Hey. Was für Gucci-Tasche, Junge? Du würdest für Gucci-Tasche raufspringen bei mir. Nein, Bruder Wallah, ich gehe H&M, Primark, reicht mir vollkommen aus. Ich brauche kein Gucci. Ich muss mich nicht von irgendwelchen Hassans tackern lassen. Junge, deine Kinder sind Kinderheim, die kommen nicht raus. Egal, die kommen da nicht raus. Die sind nicht so wie du. Die sind im Kinderheim, dass sie nicht so werden wie du. Hätte deine Mutter dich ins Kinderheim gegeben, dann wärst du nicht so einer geworden. Junge. Kinderheim werden deine Kinder noch schlimmer. Deine Kinder werden nicht so wie du. Du hörst zu, wie werden noch schlimmer. Du hast deine eigene Mutter. Hassan. Hassan der King oder du? Sag doch mal. Keiner ist King außer Allah. Keiner ist King außer Allah. Warum beleidigst du deine Kinder, wenn Allah der Einzige ist? Wenn du an Allah glaubst, warum ziehst du deine Kinder mit rein? Nur weil jeder deine Mutter und deine Ehre in Dreck zieht? Warum beleidigst du dann meine Mutter? Warum beleidigst du dann weil deine Mutter eine Orospu ist, Bruder. Wäre sie keine Orospu, dann hätte sie auf dich aufgepasst, wärst du nicht so ein Orospu. Warte ab. Du bist ein Mann, oder? Du bist. Hey, Verstoßwarnung, Digga. Ich hab doch nicht mal was gesagt, Mann. Leute, ich muss offline und neu reinkommen. Wallah, die werden jetzt sehen. Warte ab. Jetzt, Leute, ich komm neu rein. Ich komm neu. Kommt alle neu rein. Folgt alle durch. Folgt alle durch, die noch nicht gefolgt haben. Ich komme neu rein. Jeder, der durchfolgt, schließt an. Mirkan, Dankeschön. Valmir, Dankeschön. Charlie, Dankeschön fürs Folgen. Ich komme sofort neu. Eine Sekunde.